Hi Leute und BB auf meinem Kanal, heute wieder mit einem Part Bellride. Was haben wir im letzten Part gemacht? Ich habe keine Ahnung mehr, ihr wisst es dafür bestimmt aber noch. Im heutigen Part gucken wir uns dann nochmal die Quests an und was wollte ich noch machen? Ja genau, ich brauche auch mal Torf, damit ich auch endlich mal das Eisen schmelzen kann. Also gehen wir vielleicht mal auf die Suche nach Torf, auch wenn ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht einfach wird. Und was können wir noch tun? Ja, vielleicht können wir dann auch mal meine persönliche Hütte bauen und sonst gucken wir einfach, was der Part so mit sich bringt. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Und wir starten den Part mit dem wunderschönen Sonnenaufgang über meiner kleinen City. Ihr habt mir natürlich wieder ganz viele hilfreiche Tipps gegeben, was dieses ganze Zeug mit den Lieferungen auf sich hat. Und ihr habt gemeint, ich hätte die falsche Stadt ausgewählt, aber wenn ich jetzt hier auf Bronx bin und dann kann ich ja nur Lunetria auswählen. Also müsste es ja eigentlich so passen, wie es ist. Deswegen habe ich keine Ahnung, was da einfach nicht funktioniert. Gucken wir mal auf jeden Fall in die Quests. Wir haben im letzten Part ja ein paar gemacht und davon sind auch noch einige offen. Zum Beispiel hier, sprich mit Marcel Dobbins. Dann müssen wir noch die Banditen finden, die Tochter des Zimmermanns entführt hat. Dann brauchen wir noch einen Fleischeintopf. Das können wir noch nicht machen. Und dann war das ja noch mit den drei Eberhauern. Ich habe aktuell zwei, einer fehlt uns noch. Das heißt, wir können doch mal kurz hier hingehen und mal nachschauen, aber den Fleischeintopf habe ich ja schon hier in Auftrag gegeben. Jetzt gehen wir mal ganz kurz schauen, ob vielleicht schon einer fertig ist, dass wir die Quest mal zu Ende bringen können. Und vielleicht haben ja meine Jäger in der Zwischenzeit dann auch schon ein weiteres Wildschwein-Dingsi-Dingsi. Und nein, es ist natürlich keiner fertig. Das ist belastend, aber können wir gerade nicht ändern. Dann werden wir halt einfach mal mit Marcel Dobbins sprechen, der sich wo befindet? In Blackridge Pool. Na gut, dann machen wir uns halt auf den Weg nach Blackridge Pool und gucken, was uns der Herr Dobbins zu sagen hat. Achso, ja, F. Jetzt bin ich wieder auf E bei Enshrouded, weil da macht man alles mit E, hier macht man alles mit F. Naja. Was ich im Off gemacht habe, ich habe auch nochmal ganz viele von den T1-Rüstungsteilen und so weiter erforscht, damit wir das auch mal fertig haben. Und dann gucken wir mal. Ich denke halt, dass ich relativ bald Petstore befreien muss, damit ich an bessere Arbeiter komme. Jetzt weiß ich natürlich nicht, möchtet ihr das sehen oder möchtet ihr das nicht sehen? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, dann weiß ich nämlich Bescheid. So, und eigentlich habe ich ja gesagt, möchte ich hier erstmal keine Quests machen, sondern gerne eigentlich die erstmal fertig, die wir halt in Petstore und so haben. Aber gut, dann sprechen wir halt jetzt mal mit dem Ältesten und schauen mal, was er uns zu sagen hat. Denn im Prinzip ist es dann vielleicht auch doch nicht so verkehrt, weil wir dann ja hier auch wieder neue Leute rekrutieren könnten. Hey. Was bringt dich nach Blackridge Pool? Elder Yexley hat mich geschickt. Mit einem Geschenk. Welches Geschenk? Ist das ein Witz? Oh, ich habe vergessen, sie mitzubringen. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Welche Gegenstände? Hier steht nichts, dass ich irgendwelche Gegenstände mitbringen muss, Leute. Das ist jetzt natürlich doof, weil ich habe keine Gegenstände und ich kann die Quest jetzt so auch nicht fertig machen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas übersehen habe. Falls es irgendwelche Gegenstände gibt, die ich jetzt, einfach irgendwie vergessen habe, dann sagt mir mal Bescheid, dass ich weiß, um was es sich da handelt, weil im Questlog steht halt auch nichts dazu. Gut, dann sind wir also hier mal wieder umsonst hergegangen. Dann suchen wir uns eine andere Quest aus, und zwar das mit den Banditen. Wo sind denn die Banditen? Die sind hier unten. Kein Problem, ich habe in der Nähe ja schon ein Reiseschild und dann düsen wir halt jetzt dahin. Dann lasst uns doch mal schauen, wo die Guten sind. Die müssten irgendwo da hinten sein. Und ich hoffe, dass die Tochter da jetzt auch noch ist und dass die nicht einfach irgendwie von denen misshandelt wurde. Und ich hoffe auch nicht, dass sie böse werden. Denn dann müsste ich sie ja bekämpfen. Macht Sinn, oder? Also da hinten sehe ich auf jeden Fall schon jemanden.
Ah ja, da ist ja auch so eine Art kleines Lager und sie sind halt tatsächlich rot, also sind sie wahrscheinlich dementsprechend auch böse. Dann bewaffne ich mich gleich mal und schau, ob er mich angreift oder halt nicht. Ja, tut er. Und es ist halt auch noch ein Bogenschütze. Wow. Aber scheint zu funktionieren. Jetzt hat er mich nur auch getroffen. Das ist blöd. Gehen wir mal ganz kurz hinter den Stein und verbinden uns. Kann ich ihn von hier nicht auch treffen? Also er uns zumindest nicht. Bleib stehen. Hä, was tust du denn jetzt? Bleib halt stehen, du blöd Mann. Boah, ich hasse das, wenn die laufen, weil ich einfach das Zielen noch nicht kann. Ah, er liegt. Okay. Sehr schön. Können wir den Bogen mal wegstecken? Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Oh, er hat Pfeile und Riemen. Okay. Mit wem müssen wir quatschen? Notiz in der Nähe der Leiche untersuchen. Tagebuch der Tochter. Ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Ich vermisse mein Zuhause und meinen Vater. Ich habe das Gefühl, dass es mein letzter Tag ist. Sie haben mich allein gelassen, ohne Wasser und Essen. Es ist mein letzter Wunsch, dass jemand, der diesen Brief findet, meinem Vater von meinem Schicksal erzählt. Sagt ihm, dass ich ihn so sehr liebe. Och Mann, und da liegt oder ja, sitzt die arme Tochter oder saß sie drin und ist halt jetzt ein Skelett. Ja, scheiße. Das ist echt immer scheiße, sowas. Naja, okay. Dann düsen wir jetzt zurück und mal zu ihrem Dad. Und ja, werden ihm die traurige Nachricht wohl überbringen müssen. So wie wir bis jetzt eigentlich immer nur irgendwelche traurigen Nachrichten überbracht haben. Aber gut, that's life. Mein lieber Tim, bleib doch mal stehen. Er fragt, ob es Fortschritte gibt. Und ich muss jetzt sagen, Thomas, es tut mir so leid. Wieso Thomas? Ich dachte erst Tim. Ich habe Liana im Banditenlager gefunden, aber sie hat es nicht geschafft. Deine Tochter wurde im Kreuzfeuer gefangen, als die roten Dornen das Lager angriffen. Die Banditen benutzten sie als menschlichen Schutzschild. Ich habe keine Spur vor dem Lager gefunden. Naja, wir sagen ihm schon, dass sie es leider nicht geschafft hat. Nein, das kann nicht sein. Meine kleine Liana. Wie? Warum? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten für dich. Es tut mir leid. Was soll ich nur ohne sie machen? Sie war meine Welt. Ich kann es sowas von gut verstehen. Was haben wir bekommen? Zwei Bücher und zwei alte Münzen. Mein Gott, der Arme, ey. Sind wir dann hier mit den Quests auch durch? Was macht sie eigentlich hier? Liefert Holz von Lager nach Dorfkräutergarten? Muss man das verstehen? Wurscht. Also, die können wir nicht machen. Hier, Fleischeintopf. Jetzt müssen wir mal nach Hause gucken, dass die mal hier diesen blöden Fleischeintopf machen. Wie ist es denn hier? Hier bin ich erst ein Freund. Okay, das bringt uns also noch nicht viel. Ich glaube, mein Schild ist in die Richtung. Dann gehen wir heim und schauen nach dem Eberhauer und nach dem Eintopf. Aber weil ich es gerade sehe, hier ist ja voll der fette See. Hä, ja, das hat sich gereimt. Und da ist auch eine Hütte. Da möchte ich jetzt doch ganz kurz mal hinschauen, Leute. Was gibt's denn hier so? Ach, hier ist auch ein schöner Platz zum Bauen, aber ich glaube, viel zu klein. Oh, hier ist eine Angel im Wasser. Geil. Kann ich mir die irgendwie grabbeln? Und hier ist auch Fisch. Fisch? Wo sind denn die Leute? Guck mal, da liegt ein Barsch. Barsche sind ganz schön doof, denn sie schlucken den Haken bis zum geht nicht mehr und dann pieksen sie dich eventuell. Ja, Barsche sind so eine Sache für sich.
Okay, hier scheint also echt nichts zu sein. Gut, ja, dann gehen wir halt heim. Hey, das hat sich schon wieder gereimt. Okidoki, dann durchsuchen wir mal die Lagerhäuser nach dem, was wir brauchen. Eintopf gibt es noch nicht. Ach je, das ist immer so belastend. Was haben wir hier? Irgendwo Eberhauer. Nein, auch nicht. Düsen wir mal da durch. Geh mir aus dem Weg. Hier sind die ganzen Bücher, da können wir die zweimal reinpacken. Hier ist auch keine Spur von dem Eberhauer. Das heißt, zwei habe ich noch, wo ich gucken kann. Hier sind nur die Wolfszähne. Ich kann das ja aber mal mitnehmen. Und dann können wir ja vielleicht auch mal in Pet Store was verkaufen gehen, damit wir da einfach auch besseren Ruf haben. Hier ist nochmal ein Wolfszahn. Und ja, nee, aber wir haben leider tatsächlich keine Eberhauer und auch kein Fleischeintopf. Dann gehen wir jetzt nach Pet Store und ich verkaufe ihm mal. Oder sollen wir das entfahren? In Bradford machen. Aber da haben wir auch schon Arbeiter. Also wäre es vielleicht. Jetzt weiß ich nicht, ist es denn besser, jetzt in Pet Store zu tun oder in Bradford? Ja, wir können es in Pet Store machen. Oder braucht der Typ aus Blackridge Pool, der älteste von uns, was? Ach Mann, Leute, wenn man es einfach immer vorher wüsste, wäre es chilliger. Gut, dann gehen wir halt nach Blackridge Pool. So, Marcel, dann. Schauen wir mal, ob das jetzt geht. Hey, hey, you! Hey, hey, you! Nein, geht nicht. Also Leute, sagt mir mal Bescheid, was er für Geschenke braucht. Weil das ist ja Pain. Pain in the ass. Und dementsprechend düsen wir natürlich jetzt wieder zurück nach Petstow, weil wir ja sonst den ganzen Tag nichts zu tun haben. Lieber Ansgar, möchtest du mich heiraten? Nein, Spaß. Oh. Lieber Ansgar, ich habe etwas Besonderes für dich. Wolfszahn und alte Münze. Oh, jetzt habe ich Ruhm plus 500 bekommen, weil ich jetzt Beschützer vom Pet Store bin. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal nice. Jetzt haben wir wieder 3021 Rufpunkte. Und die würde ich jetzt aber auch nicht ausgeben, sondern behalten, bis wir tatsächlich dann Pet Store befreit haben. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht im nächsten Part machen sollen. Gehen wir doch noch mal ganz kurz nach Hause zurück und schauen uns den Forschungstisch noch mal an. Denn da wartet ja auch bestimmt noch das eine oder andere, was wir uns anschauen können. Und dann wollte ich auch noch mal zu dem Forestry hinschauen, weil ich irgendwie tatsächlich immer noch nicht weiß, ob da jetzt schon jemand daran gearbeitet hat oder eben nischt. Okay, also hier hat jetzt anscheinend noch niemand irgendwas gemacht. Ich weiß auch hier nicht, wieso das so ist. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr damit schon Erfahrung gemacht habt. Und zum Forschungstisch wollten wir. Oh, Harry Belin wurde von einem Tier verletzt. Ja, das kommt öfter mal vor. Was haben wir denn gerade in Auftrag gegeben? Den Speerhelm. Was fehlt uns denn? Drei Bronzebarren. Aber ich habe gesehen, die sind gerade schon dabei. Und erkunden das, beziehungsweise machen das. Und ja, ansonsten hier, das können wir alles nicht machen. Für Kriegshammer, feine Axt, Kampfschwert und Sachs brauchen wir die Eisenbarren, beziehungsweise für Sachs brauche ich nur Zinnbarren. Das kann ich also noch erforschen. Dann haben wir wieder das hier, da kann ich nur die Hose mit Lederkniepolstern erforschen. Und ansonsten muss ich halt das hier alles noch erforschen. Wichtiger wären mir aber tatsächlich auch mal die ganzen Gebäude. Das würde mich nämlich tatsächlich interessieren und eben auch der Eibenkurzbogen. Das heißt, ich komme nicht drum rum. Ich werde dann im nächsten Part oder off, je nachdem, was ihr mir jetzt hat, sagt, Pet Store befreien müssen. Sonst macht es ja alles keinen Sinn. Ah ja, und wir haben ja jetzt halt auch tatsächlich die Quest. Die Zeit ist gekommen, Pet Store. Und wenn ich das anklicke, dann wird er mir wahrscheinlich wieder sagen, dass ich Pet Store jetzt befreien soll. Ich frage mich, kann ich nicht auch selber einen Fleischeintopf herstellen? Wartet mal, da ist schon einer drin. Es ist nur kein Holz da fürs Feuer.
Hallo. Lass uns mal schnell gucken, ob wir zufällig gerade Holz im Lager haben. Night's coming quick. Best be indoors before dark. Natürlich nicht. Mist. Holz ist auch immer so eine rare Sache irgendwie. Planken will ich nicht. Hier. Hier ist Holz. Nehmen wir mal drei mit. Das müsste eigentlich reichen. Und jetzt wird es eh schon wieder auf Nacht. So. Geh mal da weg. Ich muss jetzt hier mein Fleisch halt drauf machen. Okay, ja gut. Der braucht jetzt ein bisschen, bis er fertig ist. Schlafen können wir aber noch nicht. Können wir vielleicht noch ein Buch lesen? Wie sieht es denn aus? Ja, kann ich tatsächlich. Stärke habe ich, glaube ich, keins mehr. Muss ich mal schauen. Was haben wir denn hier? Ach, Beweglichkeit. Das ist aber auch nicht verkehrt. Kann ich aber irgendwie gerade nicht lesen. Was hat es für einen Grund? Ach, weil es ein Meisterbuch ist. Gut. Dann kommt das halt hier rein. Und was haben wir? Bogenschießen, Zweihandwaffen, Jagen, bla bla bla. Hier habe ich noch ein Lehrlingsbuch mit Beweglichkeit. Oh, und eins mit Stärke. Okay. Dann will ich, glaube ich, aber zuerst mal Stärke. Supi. Haben wir das auch. Fleischeintopf ist jetzt auch schon fast fertig. Ich hoffe, dass mir der nicht vergammelt, bis ich quasi gepennt habe. Das wäre sehr, sehr belastend. Und hier das fette Stück Fleisch. Wir können ja schon mal die Quest anpinnen. Das ist die hier. Und ihr habt mir auch geschrieben, dass ich den, wie heißt es denn, Vorschlaghammer beim Werkzeugmacher bekomme. Aber ich glaube, so weit bin ich noch nicht, dass ich den hier schon in Auftrag geben könnte, weil ich glaube, dafür braucht man den Schmied, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Nee, Vorschlaghammer ist noch nicht drin, Leute. Das wird wohl noch ein Stückchen dauern. Fleischeintopf ist fertig. Nehmen wir und gehen ins Betty. Wie sieht's aus mit dem Eintopf? Ah ja, einwandfrei. Dann können wir auf jeden Fall einen davon essen. Und dann gehen wir nach, wo war es denn jetzt? In Farnworth. Und bringen ihr den Curious times we live Fleischeintopf. Farnworth, where are you? Stupid. Wo ist sie denn, die gute Stute? In ihrem Zelt. Anna, hi. Ich habe was, Stock up was du now haben for your journey wolltest. ahead. Hast du es geschafft, alles zu besorgen, was ich brauche? Na klar, hier, Great work, the stew bitteschön. looks out. Ah, maybe we can discuss a discount. Ja, zeig mal, was hast du denn? Eberhauer. Ach, verkaufen. Mist. Ja, hier brauche ich aber jetzt gerade nichts. Was hat sie uns denn eigentlich gegeben? Wir haben rote Beete-Marmelade bekommen und Kartoffelpüree. Das ziehen wir uns rein. Dann haben wir, glaube ich, 200 Vertrauen noch bekommen und das war's. Hat sie denn sonst noch irgendwas für uns? Unfortunately, Nein, I have hat sie anything. nicht. Okay. Dann haben wir hier aber gerade in dem Sinn auch keine Quests mehr, die wir annehmen können. Die sind halt tatsächlich alle jetzt irgendwie in Blackridge Pool. Ach, die Rohhaut, glaube ich, könnten wir noch abgeben. Denn Rohhaut, weiß ich, habe ich schon in meinem Lager machen lassen. Ja, dann gucken wir uns das jetzt noch kurz an. Beziehungsweise schauen, ob ich drei Rohhaut daheim habe. Und wenn ja, dann geben wir das jetzt noch ab. Und wenn nein, dann habe ich Pech gehabt. Also einmal zum Lager. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, welches Lager ist denn zuständig, um Rohhaut zu. Hier, das. Eins, zwei, drei. Ja, super. Haben wir ja das, was wir brauchen. Cool. Wo ist die Questie? Ach, in Blackridge Pool. Okay. No problem. Wir haben ja genug Reiseschildis. Dann einmal dahin. Und ich glaube, es ist sie da oben, die das gebraucht hat, richtig? Jawohl. Die werdende Mama. Hey Mama, bleib mal stehen. Greetings. Über das rohe Fell, um das du mich gebeten hast. How wonderful, Bitteschön. thank you. Wenn ich morgen zu ihr komme, wird sie mich für meine Mühe bezahlen. Wir können jetzt sagen, in Ordnung, dann sehen wir uns morgen, oder? Das wird nicht nötig sein. Viel Glück mit eurem Baby. Ja, viel Glück mit deinem Baby. Das passt schon so.
Hat sie sonst noch was für uns? Nein, nix, anything else. Okay, Leute, dann haben wir jetzt auch wieder ein paar Quests erledigt. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, dass ich Pet Store befreie, weil es euch einfach Spaß macht, mich ablösen zu sehen. Oder ihr sagt, nein, du musst uns das nicht zeigen. Nein, Spaß. Leute, und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und für die Leute, die heute Feiertag hatten, einen restlichen schönen Feiertag. Macht's gut, Leute, bye.